Ja, willkommen zu der seltsamen Geschichte, warum ich mir mit 30 Jahren ein Organ entfernen lasse. Falls ihr die hören wollt, dann seid ihr richtig. Ich bin Nessa, ich bin die mit dem Tiny House, in dem ich aber gerade nicht sitze, weil die Heizung leider irgendwie kaputt ist. Das ist ein anderes Thema. Heute geht es um meine Gebärmutterentfernung. Ich habe aus unterschiedlichen Gründen beschlossen, diesen Prozess zu begleiten für die Kamera. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, aber so, dass man vielleicht nachvollziehen kann, wie es dazu gekommen ist und auch sieht, was nach der OP, die nun noch 6 Tage ungefähr von mir entfernt ist, mit mir und meinem Körper passiert. Wie kommt man darauf, sich die Gebärmutter entfernen zu lassen? Es ist so, dass ich seit über 15 Jahren, das ist mittlerweile also über die Hälfte meines Lebens, mit sehr starken Schmerzen vor und während der Periode zu kämpfen habe. Das sind mittlerweile meistens 2 Tage im Monat, manchmal auch länger. Und danach sind es meistens eben mehrere Tage, an denen ich mich dann von den Schmerzen erholen muss, weil der Körper einfach sehr, sehr erschöpft ist davon. Und auch von der Schmerzmedikation, die auch mittlerweile ziemlich heftig ist. Ich habe im Lauf der Zeit die unterschiedlichsten Methoden der Behandlung versucht, mit unterschiedlichsten Ärzten, auch ohne Ärzte, Dinge selber ausprobiert. Und es ist an diesem Punkt einfach nicht mehr viel auf der Liste übrig, das sinnvoll wäre zu probieren. Und deshalb habe ich mich eigentlich schon vor längerer Zeit dazu entschlossen, das zu machen, wurde aber von einer Klinik schon abgewiesen und habe es jetzt im letzten Herbst nochmal probiert und bin jetzt durchgekommen. Und ich möchte das auch dokumentieren, weil ich sehe, dass es für viele andere Frauen schwierig ist, eine angemessene Behandlung zu finden für ihre Schmerzen. Man wird oft immer noch damit nicht ernst genommen. Und auch für alle anderen Leute, die mit chronischen Schmerzen zu tun haben und die sich vielleicht über radikalere Schritte Gedanken machen, soll das einfach einer von vielen Erfahrungsberichten sein. Wie es sein kann, wie es ablaufen kann, ich weiß selbst ja noch nicht, was rauskommt, bin aber guter Dinge, dass mir das auf jeden Fall helfen wird, langfristig mich besser zu fühlen. Mit meiner vorigen Frauenärztin wurde ich mir bezüglich der Behandlung leider nicht einig, sodass ich mir eine neue gynäkologische Praxis gesucht habe und dort habe ich mir jetzt eine Überweisung geholt und hier beginnt quasi die Geschichte, die ich ab jetzt in dem Video erzählen kann. Es ist der 8.2., einen Tag vor meinem ersten Termin in der Klinik. Ich schreibe mir gerade auf, was ich alles an Fragen habe vor der OP. Ja, das macht so ein bisschen, glaube ich, realer, dass es jetzt demnächst vielleicht losgeht. Ich habe ja noch keinen Termin, aber ich denke mal, dass nach dem ersten Termin jetzt vor Ort dann der Termin für die OP selbst relativ bald festgelegt wird. Dadurch, dass ich schon so lange eigentlich darauf warte, dass ich das machen kann, und ich irgendwie mich schon sehr lange mit dem Gedanken beschäftigt habe, dass das irgendwann kommen wird, ist die Tatsache, dass es jetzt realer wird, gar nicht schlimm, sondern es ist eigentlich eher ein guter Schritt nach vorne. Ich freue mich jetzt richtig gehend auf diesen Termin morgen, weil ich das Gefühl habe, es geht, was das Thema betrifft, jetzt endlich mal wieder was voran. Ich ungefähr, seit ich 15 bin oder seit ich 14 bin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, rund um die Periode Schmerzen gehabt. Das fing an, wie bei den meisten anderen auch, dass man dann mal eine Schmerztablette genommen hat. Ich habe dann von meinem Hausarzt damals Ibuprofen bekommen und war dann relativ schnell bei Ibuprofen 800. Ich habe es auch oft ohne Schmerztabletten versucht, weil ich grundsätzlich auch nicht so ein Fan davon bin, sofort alles nur symptomatisch zu dämpfen, wenn ich noch nicht weiß, was die Ursache ist. Es hat sich aber gezeigt, dass das einfach nicht möglich war. Ansonsten therapiert habe ich symptomatisch mit diversen NSAR, Ibuprofen, Naproxen, Dolomin, Krampflösende, also Buscopan und ähnliches, mit Novalgin oder Novalminsulfon, pflanzliche Mittel, Agnus Castus, krampflösende Tees, Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Magnesium und Omega-3. Ernährungsumstellungen habe ich diverse durchgemacht, zuckerfreie Ernährung eine ganze Zeit lang, glutenfreie Ernährung, weil meine Verdauung ein bisschen schwächelt oft, vegane Ernährung, Entspannungsübungen und Yoga. Hormonell behandelt wurde ich mit mindestens 4 unterschiedlichen Pillen, ich weiß gar nicht mehr, ob es sogar schon mehr waren. Unter anderem auch eine reine Gestagenpille. Ich war bzw. bin auch in Therapie, also Psychotherapie. Dort konnten wir auch nie irgendwas feststellen, dass irgendein Trauma diese Art von Schmerzen ausgelöst hat. Deshalb war die OP für mich eigentlich der logische nächste Schritt. Guten Morgen. Das ist der nächste Tag und der Termin in der Klinik war gestern. Ein paar meiner Erwartungen, was den Termin betrifft, wurden erfüllt. Andere wiederum hängen noch so ein bisschen in der Schwebe. Das liegt daran, dass mir am Ende gesagt wurde, dass die Entscheidung, ob die OP bei mir stattfindet oder nicht, eben im Team dann getroffen werden muss, weil sie sich einfach auch ein bisschen absichern wollen, vor allem juristisch. Auf jeden Fall
ist halt der Hauptgrund, dass eben in meinem Alter und durch die Tatsache, dass ich noch keine Kinder habe, eben die Gefahr bestehen könnte. Sie kennen mich ja nicht, dass ich das später noch bereue. Das habe ich ja jetzt nun wirklich nicht zum ersten Mal gehört. Das wurde mir, glaube ich, so ziemlich von jedem Arzt, mit dem ich bisher gesprochen habe, in meinen 15 Jahren Schmerzkarriere gesagt, dass ich deshalb die Gebärmutter nicht entfernen lassen kann. Ich treffe ja immer wieder neue Ärzte und die kennen mich dann wieder nicht. Und es ist auch im Gesundheitssystem nicht die Zeit da, den Patienten richtig kennenzulernen. Was ich schon festgestellt habe, man braucht auf jeden Fall einen Arzt, mit dem man regelmäßig zu tun hat, der einen dann versteht und der einen auch an die richtigen Spezialisten weiterüberweisen kann. Zum Termin selbst, also unabhängig davon, war der Termin recht positiv, weil schon von ihrer Seite aus verstanden wurde, warum ich das machen möchte und warum es eigentlich keine guten Alternativen mehr gibt für mich. Was mir geholfen hat in den letzten 2 Jahren, war jetzt ein Dokument zusammenzustellen, in dem alles drinsteht, was jemals gemacht wurde. Chronologisch nach Jahren sortiert und was dann jeweils das Ergebnis war, dass es eben zum Beispiel gar nicht gewirkt hat oder dass die Schmerzmittel zum Beispiel zu schwach waren. Das habe ich alles mal zusammengestellt und habe am Anfang einen Paragraphen gemacht über was der aktuelle Stand ist, was meine Beschwerden sind, warum ich überhaupt da bin und am Ende eben, was ich mir für Behandlungen weiterhin noch wünsche und was ich mir davon jeweils verspreche. Sodass eben auch klar ist, dass ich mit einer realistischen Vorstellung dahin komme. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es jetzt gleich klar ist. Was ich aber auf jeden Fall schon habe, sind vorläufige Termine für die OP und für das Vorgespräch, was dann nochmal nötig ist, kurz davor, und die Blutuntersuchung. Es macht es natürlich auf jeden Fall realer und ich glaube, so langsam, ohne dass ich deswegen jetzt mehr Panik habe, ich glaube, so langsam wird mir auch bewusster, was für ein großer Eingriff das für mich so gesehen ja auch ist. Wird ein Organ entfernt? Ja. Viel zum drüber nachdenken natürlich auf jeden Fall jetzt und wie immer so eine Abwarterei auf einen Telefonanruf. Ansonsten habe ich jetzt, wenn alles nach Plan geht, ungefähr 1,5 Monate Zeit, um mich ansonsten darauf vorzubereiten, meine beruflichen Termine oder überhaupt alles, was ich da mache, auch entsprechend zu planen, denn es ist ja so, wenn ich danach, wenn ich mit der OP durch bin, habe ich erstmal eine Erholungszeit von 3-4 Wochen und da wird höchstwahrscheinlich nicht sehr viel Großartiges passieren. Ich muss auch dann aufpassen, dass ich nicht zu schwer hebe. Natürlich habe ich auch Respekt davor, weil es einfach eine größere OP ist und weil ich danach dann auch 3-4 Tage im Krankenhaus bin. Gibt jetzt Besseres, aber immerhin, ich freue mich trotzdem irgendwie so ein bisschen auf die OP, einfach nur, weil es jetzt wirklich, wirklich Zeit wird. So, es ist eine Woche später, also eine Woche nach meinem Kliniktermin und ich habe gerade eben den Anruf von der Ärztin bekommen, auf den ich so lange gewartet habe. Sie musste das wohl erst noch mit ihrem Chef besprechen und der war jetzt nicht da. Deshalb hat es ein bisschen gedauert. Die Sache ist die, dass ich noch eine Zweitmeinung brauche, das heißt von einem anderen Arzt. Deswegen muss ich nochmal zu einer anderen Ärztin oder zu einem anderen Arzt gehen. Ich bekomme Adressen, wo das möglich ist. Und das heißt, noch eine weitere Person davon überzeugen, dass ich diesen Eingriff brauche. Und dann können wir den Termin so wie geplant wahrnehmen, was mich natürlich schon mal freut. Es ist jetzt nur noch diese kleine letzte Hürde. Das sage ich mir zwar jedes Mal, aber im Moment sieht es immerhin noch gut aus. Was will man machen? Ich habe jetzt einen Termin für eine Zweitmeinung oder eher Dritt-, Viert-, Fünft-, Siebtmeinung in meiner OP. Ich warte also jetzt auf Montag, da ist dieser Termin. Ich bin gespannt, das ist wieder eine neue Person, die ich noch nicht kenne. Ich habe also alle Unterlagen dabei, die ich irgendwie finden konnte. Ich warte auch noch auf den Brief aus der Klinik, wo dann drin steht, was die gemacht haben. Ich bin eigentlich momentan ziemlich positiv und habe auch das Gefühl, ich bin soweit darauf vorbereitet. Ich lese ein bisschen was dazu, aber auch nicht zu viel, einfach weil man sich auch überfordern kann mit den Informationen, die dann oft auch als Laie natürlich nur so und so gut eingeordnet werden können von einem selbst. Ich lasse es also größtenteils auf mich zukommen. Ja, damit bin ich eigentlich in meinem Leben mit den größeren Dingen immer ganz gut gefahren, es nicht zu sehr zu überdenken und positiv reinzugehen. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Also, ich war gestern bei diesem Arzt oder bei der Ärztin für die Zweitmeinung und ich scheine so langsam zu verstehen, dass Patientenrechte oder die Möglichkeit, als Patient eigenständige Entscheidungen zu treffen, in unserem Gesundheitssystem weniger eine ethische Notwendigkeit ist, sondern vielmehr ein juristisches Problem. Ich habe jetzt in beiden Fällen, also von der Klinik und von der Arztpraxis, sehr direkt eigentlich die Antwort bekommen, dass Gründe, warum die zögern, mir eine positive Antwort darauf zu geben, nicht ist, dass sie nicht möchten, dass ich diesen Eingriff habe,
Oder dass sie nicht verstehen, was meine Beweggründe sind, sondern dass es um juristische Absicherung geht. Ich weiß also jetzt noch nicht mal wieder, wie es weitergeht. Ich werde hoffentlich im Laufe der Woche hören, weil, und das habe ich auch dazu gesagt, natürlich so langsam die Zeit knapp wird. Das heißt, wenn die sich jetzt entscheiden, sie sagen nicht, dass die OP gemacht werden soll, brauche ich jemand anderen, der diese Zweitmeinung macht. Und ich habe Stand jetzt noch 4 Wochen bis zum Vorgespräch für den OP-Termin. Bis dahin muss ich also diesen Brief haben. Wenn die jetzt innerhalb von 1,5 Wochen entscheiden, dass sie es nicht machen, verkürzt sich diese Zeit enorm und es wird schwierig werden, in der kurzen Zeit nochmal jemanden zu finden, der überhaupt noch Termine hat. Das heißt, es wird hoffentlich im Laufe der Woche bis Anfang nächste Woche geschehen. Ich habe aus psychologischen Gründen das Geld schon dort gelassen, was dieses Attest dann, also Attest kostet, das sind 8 Euro und eine Briefmarke. Es wird sich zeigen, was jetzt kommt. Es war natürlich wie immer die Situation, dass ich nur 5 Minuten Zeit hatte, alles zu erklären. Es war immerhin aber an sich eine positive Gesprächssituation. Es kam jetzt mir gegenüber keine Ablehnung oder auch kein Unverständnis bezüglich meiner medizinischen Entscheidung. Ja, ob ich sie dann treffen darf, ist offensichtlich, wie gesagt, ein juristisches Problem. Vielleicht muss man auch noch mal kurz erklären, was juristisches Problem in dem Fall überhaupt meint, dass nicht der falsche Eindruck entsteht. Es ist ja nicht so, dass quasi irgendwas von Gesetzes wegen her dagegen spricht, dass dieser Eingriff durchgeführt wird. Es geht also vielmehr um dieses später, wenn ich meine Meinung ändere, suche ich mir irgendeinen Schuldigen, der dann dafür verantwortlich ist, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe. Das wäre mir ehrlich gesagt viel zu peinlich, später dann zu versuchen, meine eigene Entscheidung auf andere Leute abzuwälzen, aber es scheint wohl doch relativ viele Leute zu geben, die das machen. Und darum hat sich eben ein ganzes System aus Abhängigkeiten und Vorsichtigkeiten gebildet, dass die Selbstbestimmung für Leute wie ich, die dann sagen, wenn ich es später bereue, ist das mein Problem. Diese Entscheidungsfähigkeit wird mir genommen aus Vorsicht vor anderen Leuten, die das eben nicht so sehen. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich immer habe in dem Gesundheitssystem und auch im Sozialsystem, das wir hier haben, dass eben nicht unterschieden wird und nicht unterschieden werden kann zwischen Menschen, die die Verantwortung lieber bei anderen suchen und Menschen, die die Verantwortung lieber bei sich selbst suchen. Woche und der nächste Arzttermin. Jetzt gehe ich zum Schmerzarzt, also in die Klinik, in der ich wegen der Schmerzen symptomatisch in Behandlung bin. Da muss man dann so einen Fragebogen ausfüllen, wie sich die Schmerzen entwickelt haben in der letzten Zeit. Und die wissen noch gar nicht von meiner OP-Entscheidung. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich mit denen auch nur sprechen kann, wenn ich eine Überweisung habe. Und selbst Telefonate sind mittlerweile nur noch per Überweisung möglich. Das heißt, wenn ich jetzt spontan eine Frage habe, dann geht das oft gar nicht. Und ich habe deshalb beschlossen, jetzt bis zu dem Termin zu warten, bis ich denen davon erzähle. Die Entscheidung steht jetzt sowieso fest und ich werde sicherlich auch danach dort nochmal sein. Einfach um dann zu schauen, wie sind meine Schmerzen, wie sich entwickelt. Gibt es noch was, was man symptomatisch machen kann oder soll? Ja, also das ist jetzt ein behandelter Arzt von aktuell 4, was das Thema betrifft. Ja, läuft bei mir. Zum heutigen Stand der Schmerzen ist es so, dass ich nicht mehr mit Ibuprofen medikamentiere, sondern mittlerweile eben bei Novalgien bin. Das ist so quasi eine Stufe unter den Opiaten. Mir wurden auch schon Opiate verschrieben. Ich habe sie nur noch nicht genommen, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken davor hatte. Dronabinol habe ich mittlerweile. Das ist ein THC-haltiges Präparat. Das sind Tropfen, die schmerzhemmend oder lindernd und eben auch leicht entzündungshemmend wirken. Die bei mir vor allem dazu führen, dass der Körper sich insgesamt etwas entspannt, möglicherweise auch entkrampft, ist aber als Schmerzmittel auf jeden Fall alles andere als ausreichend und dazu noch einen starken Entzündungshemmer, der aber meinen Magen sehr stark angreift, den ich also eigentlich nicht nehmen kann. Ich nehme ihn nur trotzdem, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Diese 3 Dinge zusammen sind immer noch nicht stark genug, um mit den Schmerzen auch nur ansatzweise klarzukommen. Ich bin mittlerweile eben an einem Punkt, wo ich auch mit dieser Medikation im Bett liege und mich von selbst winde. Also der Körper bewegt sich
von selbst, weil die Schmerzen einfach zu stark sind. Es ist nicht so, dass ich schreie, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich es leider schon so gewohnt bin. Also was ich auf jeden Fall, wenn ich nochmal meine Schmerzkarriere von vorne beginnen könnte, anders machen würde, ist, ich würde mir viel früher Meinungen von anderen Leuten einholen, mich viel früher mit anderen Leuten unterhalten, die ähnliche Beschwerden haben wie ich. Weil man nur so noch andere Ideen bekommt, was man machen könnte. Dass man ja irgendwie auch validiert wird in seiner eigenen Erfahrung. Ich kannte bis vor kurzem noch nicht wirklich viele Leute, wenn überhaupt, die ähnliche Dinge durchgemacht haben, was Schmerzen betrifft. Und da stellt man sich natürlich schon so ein bisschen die Frage immer, ist das echt, was ich habe? Kommt es vielleicht woanders her? Hat es wirklich organische Ursachen? Und das kann auf jeden Fall helfen, wenn man da andere Leute hat. Würde ich heute anders machen. Diese Schmerzen waren für mich, da sie schon so früh angefangen haben, eine ziemlich lange Zeit einfach normal und etwas, was ich akzeptieren musste. Ich habe erst nach einigen Jahren dann von Endometriose gehört und eben von der Möglichkeit, dass das nicht einfach nur Periodenschmerzen sind, sondern eine darunter liegende schwerwiegendere Erkrankung, die operativ oder eben auch hormonell oder durch andere Dinge behandelbar sein kann. Es ist Donnerstag, 12.30 Uhr. Ich habe also die letzten 14 Stunden im Bett verbracht. Es ist jetzt das wahrscheinlich letzte Mal, dass ich die Schmerzen in der Form habe. Und ich bin gerade dabei, mich zu verabschieden. Ich glaube, ich werde nicht viel davon vermissen. Die Regelmäßigkeit von einer Periode vielleicht, wenn sie danach wirklich nicht mehr da ist. Das ist einfach was, woran man sich gewöhnt. Da habe ich gestern Abend schon so ein bisschen Adieu gesagt dazu, aber der Rest, nein. Ich liege hier mit leeren Medikamentenpackungen und kombiniere alles, was man kombinieren darf. Und es ist trotzdem nicht genug. Es wird jetzt gerade besser. Meistens wird es gegen Mittag besser erstmal. Aber die Nacht war sehr stark und der Morgen war jetzt ziemlich schlimm. Ich komme immer automatisch in so einen Modus, in den ich dann irgendwas beginne zu tun. Also ich liege meistens oder sitze, aber ich hole mir dann zum Beispiel mein Handy und beginne irgendwas nachzuschauen oder irgendwem zu antworten oder irgendeinen Stream auf Twitch anzumachen, um so viel Ablenkung wie möglich reinzukriegen, weil es im Körper schwer aushaltbar ist in dem Moment. Und ich halt nichts weiter tun kann, weil ich schon alle Mittel genommen habe, die ich zur Verfügung habe. Und das war jetzt heute Morgen für so ungefähr 2 Stunden der Fall, wo man dann auch nicht mehr ruhig liegen kann, weil sich der Körper automatisch beginnt zu bewegen, weil die Schmerzen zu stark sind. Jetzt wird es ein bisschen besser und ich komme auch mehr zur Ruhe, aber ich bin von den Medikamenten und von den Schmerzen sehr erschöpft. Also mein Kopf ist sehr, sehr schwer. Ich werde also wahrscheinlich heute größtenteils hier liegen bleiben. Ich habe jetzt so langsam Hunger und muss mal irgendwas essen. Aber das heißt aufstehen und sich bewegen und das weiß ich gerade noch nicht, ob ich mir das so zutraue. Und es ist aber auch ganz gut, vielleicht das jetzt nochmal so zu erfahren in der Stärke, um einfach zu wissen, warum ich das alles mache. Warum ich die OP möchte und so ein Einschnitt in meinem Leben für mich gerechtfertigt ist, weil das hier ist nichts, womit man lernen kann, sinnvoll zu leben. Es wird immer das Leben massiv beeinträchtigen und ich möchte einfach jetzt nicht mehr mich damit abfinden, wenn es nicht sein muss, weil noch sehr viel Leben vor mir liegt und was ich hier jetzt heute Morgen durchgemacht habe, was ich morgen früh nochmal wahrscheinlich durchmache, in etwas leichterer Form, aber am zweiten Tag ist es nochmal ähnlich. Das nicht nur wünsche ich es niemandem, sondern ich wünsche es mir auch für mich selbst nicht mehr. Und deshalb hoffe ich, dass es mit der OP alles besser wird. Und das andere ist auch, dass man, glaube ich, oft, wenn man über die Schmerzen spricht, nicht sieht, was das sonst alles für Einschränkungen mit sich bringt im Alltag. Es ist ja so, dass ich mich in diesen Tagen
auch wenn ich mental mittlerweile da in der Lage bin, das relativ meditativ meistens durchzustehen, dass ich trotzdem währenddessen ja damit kämpfen muss, dass mein Körper eigentlich nicht mehr möchte. Dass ich eigentlich, ich habe früher mal gesagt, ich habe nie Todessehnsucht außer in diesen Momenten. Und das will man nicht jeden Monat erleben. Das ist mental sehr herausfordernd. Das ist ein innerer Kampf immer, der mittlerweile zwar routiniert ganz gut gelingt, aber der einfach trotzdem extrem viel Energie kostet. Aber es ist auch alles ein bisschen viel. Wenigstens kann ich jetzt meine ganzen Schmerzmittel wegschmeißen. Wobei, aber immerhin, letztes Mal Schmerzen, check. Goodbye, Periode, check. Bye, bye. Und das Ganze außenrum ist ja dann auch noch, ich erhole mich sehr lange, ich kann immer nicht abschätzen, wann bin ich wieder einsatzfähig. Auf lange Sicht, also über Monate hinweg, ist es so schwer planbar, dass ich meistens auch nicht in der Lage bin zu sagen, dann gehen wir in den Urlaub, dann mache ich diese Reise, dann mache ich berufliche Termine, weil ich nicht weiß, ob ich an dem Tag aufstehen kann. Ich kann momentan nicht in bestimmte Länder reisen, weil die Medikation, die ich brauche, dort nicht zugelassen ist oder ich sie eben nicht im Flugzeug mitnehmen kann. Dass das Verhältnis mit dem eigenen Körper auch so gut das normalerweise bei mir ist, weil ich mich so wie ich bin und auch wie ich körperlich bin, akzeptiere, aber dass es immer irgendwo gestört wird dadurch, dass man diese Dinge eben aushalten muss. Und das ist wirklich Schmerz, der an der Grenze von dem ist, was man aushalten kann. Und das will man einfach nicht jeden Monat haben. Danke. Ich merke, dass ich jetzt, nachdem ich lange Zeit sehr ruhig mit dem Thema war, dass ich jetzt beginne, nervös zu werden. Ich meine, es ist normal, ich glaube, vor der Aussicht auf Bewusstlosigkeit und mit Messern aufgeschnitten zu werden, wird man immer irgendwie nervös. Ich habe ja trotzdem ein gutes Gefühl dabei, dass das Ergebnis am Ende stimmt, dass das alles gut ablaufen wird, dass ich das gut vertrage. Ich darf zum Glück pro Tag eine Person Besuch empfangen, das ist sehr gut. Ich bereite mich mental darauf vor. Ich bin schon auch manchmal emotional damit, dass ich denke, es ist ja trotz allem was mir aus dem Körper rausgenommen wird, was bisher da war. Auch wenn es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ist es trotzdem eine Art von Abschied und das nehme ich auch an. Habe einmal diese Trauerarbeit sozusagen, dass jetzt da was in meinem Körper verändert wird und danach wird es aber wahrscheinlich besser gehen und das ist in Ordnung so. Oder das ist das, was ich eigentlich wollte. Es bleibt spannend. Im nächsten Video, falls ich jetzt hier den Schnitt mache, seht ihr dann, wie die OP abläuft und wie meine Erholung ist und was es ansonsten dazu noch zu berichten gibt. Ja, wünscht mir Glück. Ich glaube zwar nicht, dass ich es brauche, aber wünscht es mir ruhig trotzdem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.